Ja, zunächst mal, das ist nicht, wie wir zu Hause auftreten wollen. Sag mal, danke an die Fans, die heute da waren, hat mich sehr gefreut. So wollen wir aber nicht auftreten vor unseren Heimfans und jetzt gilt es einfach 2 Wochen hart zu arbeiten. Wir haben jetzt noch ein Spiel, da wollen wir nochmal alles in die Waagschale werfen. Für die Spieler, die gehen, aber auch für die Fans, die uns die ganze Saison, diese schwierige Saison, die Treue gehalten haben. Und da werden wir jetzt sicherlich ganz anders auftreten. Ja, wir haben leider unser Potenzial weder vorne noch hinten umgesetzt. Wir haben unseren Plan gehabt, der war gut. Trainer haben uns alles an die Hand gegeben eigentlich. Aber wir haben es einfach nicht umsetzen können heute. Wir hatten eigentlich eine super Trainingswoche. Das Gefühl war gut, die Stimmung war gut, aber es war einfach zu wenig heute gegen einen Gegner, der motiviert war, der das gut gemacht hat. Die haben ihren Stiefel gespielt, das wollten wir auch, haben wir aber nicht hinbekommen leider. Und deswegen hat das heute nicht gereicht und auch verdientermaßen leider in der Höhe nicht gereicht, weil der Gegner es einfach besser gemacht hat. Ja, ich muss sagen, Pforzheim hat es heute sehr gut gemacht, haben sich klare Chancen herausgearbeitet. Und ja, wie vielleicht unser Trainer schon angedeutet hat, wir haben einfach heute viel zu viele freie Bälle liegen lassen. Der Torhüter hat uns da den Zahn gezogen und dann reicht es einfach nicht, um auf dem Niveau ein Spiel zu gewinnen. Das letzte Spiel, wir haben jetzt hier in der Aufstiegsrunde bisher leider alle Spiele verloren. Und natürlich ist das große Ziel jetzt hier beim letzten Spiel zu Hause vor allem, wenn hoffentlich auch noch mal ein paar Leute kommen, weil auch viele Spieler aufhören oder weggehen zum Verabschieden, dass wir nochmal das Ding hier gewinnen, dass wir nochmal die Halle zum Brennen bekommen, dass wir in den nächsten 2 Wochen total motiviert sind und dann alles reinhauen, um hier das letzte Spiel auf jeden Fall zu gewinnen, um sich hier dann noch rühmlich zu verabschieden von der Aufstiegsrunde und es einfach nochmal rund zu machen. Und darauf freuen wir uns, glaube ich, alle und ich glaube, das kriegen wir auch hin.